Hey, hallo, Leute, Freunde und alle, die es noch werden wollen. Willkommen, neues Video am Start, der Abschluss des kürzesten Monats des Jahres, Februar, also somit Februar Teil 2. Ja, einige schöne Sachen warten auf euch, die ich euch natürlich so schnell wie möglich alle zeigen möchte. Ich möchte mich dieses Mal auch wieder etwas mehr auf die Zeit konzentrieren, sprich halt tatsächlich die 15 Minuten, wenn dann überhaupt nur gering überschreiten. Und deswegen auch gar nicht weiter viel Worte und Zeit verlieren. Lasst uns anfangen mit einem mehr oder weniger Zufallsgriff. Echt eine coole Sache, hätte ich gar nicht erwartet, weil es, wie soll ich vorsichtig ausdrücken, anfangs ein bisschen merkwürdig wirkte, der Kerl über Facebook. Hat sich aber dann genau anders rausgestellt. Ja, naja, gut, das zeigt im Grunde genommen wieder, dass man nicht zu früh urteilen sollte. Habe ich Gott sei Dank auch nicht gemacht, sondern habe mich eben darauf eingelassen. Mittlerweile besteht ein guter Kontakt und ja, wie gesagt, ich habe tolle Sachen bekommen zum fairen Preis. Das Einzige, was ich vielleicht noch wechseln müsste, wäre die Hülle in ein, zwei Fällen, aber ansonsten kann man machen. Die Rede ist von Gigawing, Gigawing Generations, um genau zu sein. Ein Shooter, recht cooles Game eigentlich. Ja, selbst wenn es PAL ist, es ist tatsächlich keine Massenware, also gehört nicht zu den PlayStation 2 so 5 € Grabbelspielen, wie sie in jeder Kiste liegen oder am Flohmarkt zu finden sind, sondern naja, eher so das gefragtere Zeug, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dasselbe gilt auch für einen nicht ganz günstigen Titel des Tengai. Da ist die Hülle wiederum in Ordnung. Also ich glaube, die kann ich so lassen, wie es ist. Ja, ist auch in dem Fall die UK-Version. Also beides UK-Versionen ist mir ganz wichtig, wisst ihr ja. Ne? Also wenn ich eine PG-Version hole, dann halt am liebsten AT oder eben UK. Die ganzen spanischen, italienischen, französischen Geschichten und so, die kann ich gerne links liegen lassen. Genauso zählt das für, ja, im Grunde genommen das ganze nordeuropäische Zeug. Ich meine, das kann man schon machen, das kann man mitnehmen, aber ich muss es jetzt nicht haben, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, es gibt die Fälle definitiv. Ne? Ja. Des Weiteren hat mir derselbe nette, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Kerl, das Lemmings vermacht. Das sieht jetzt vielleicht auch nicht 100% neu aus. Da herunten zum Beispiel hat so ein bisschen das Cover geworfen. Ja, das liegt daran, dass halt der Plastikrahmen, also wo halt dieses Pappdeckelding eingeklebt ist, ein bisschen eng sitzt. Ja, woran das jetzt genau liegt, das kann ich so nicht sagen, aber eigentlich ist es gerade, also es ist eben. Ist auch egal, weil der Zustand dennoch sehr gut ist. Da oben, wo da normalerweise der Aufhänger dran ist, ja, wo halt man bei vielen Saturn-Spielern Abriss hat, da ist nichts, wie ihr seht. Die Seiten, die Kanten, ja, die sind auch alle in Ordnung. Also ja, Lemmings, lange gesucht tatsächlich, obwohl es eigentlich ein sehr geläufiger Titel ist, aber nicht im guten Zustand. Also da ist es tatsächlich Mangelware. Und da war ich in, wo war das? München. Ich glaube, München war es, ja, das letzte Mal. Oder war es Rosenheim, ist auch egal, auf jeden Fall auf einen der beiden Börsen. Da hat es auch jemand liegen gehabt, ne? In einem wirklich miesen Zustand und der wollte 80 €. Ne? Das Ding jetzt im 1A-Zustand, wirklich für mich, also ist es 1A, ist es in Ordnung? Ja, was schätzt ihr? 35, also das ist nicht mal die Hälfte. Ne? Ja, von dem her wirklich zufrieden. Hätte er noch mehr interessante Sachen gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch noch mehr genommen, aber ja. Mir fehlt halt am Saturn noch nicht mehr viel. Also das Lemmings war tatsächlich noch mal so ein Titel, wo halt dringend der Upgrade her sollte. Ja, genau dasselbe haben wir im Grunde genommen auch mit diesem hier, nämlich Discworld 2. Das habe ich jetzt auch endlich upgraden können. Ist auch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Ist auch mittlerweile gar nicht mehr ganz so billig. Ja, ihr seht, kann man nicht meckern. Ne? Werbung ist dabei, Anleitung ist dabei. Ja, schön. Aber mein altes, ne? Also wer es braucht, Discworld 2 ist zu haben. Immer noch, also könnt ihr kaufen, einfach Bescheid sagen, dann kriegen wir das schon hin. Preis finden wir auch irgendwann fairen, da macht euch mal keine Sorgen. Ne? Aber Bescheid geben halt. Gell? Discworld 2, ich meine, zum Spiel selber brauche ich nicht viel sagen, das sollte wahrscheinlich jeder kennen. Jo, dann kommen wir zu einem oder dem einzigen, lass mich mal kurz überfliegen, ja, doch, könnte glatt sein. Einziges 360-Spiel für das Video. Und zwar ein Spiel, was ich schon lange habe, was ich auch relativ, sagen wir mal so, relativ cool fand. Ich habe es tatsächlich wirklich durchgespielt. Wolfenstein.
Das allererste, aber, und das ist eben der Punkt, warum ich es mir eigentlich geholt habe, das ist die USK-Version. Die USK-Version ist damals irgendwie nur ganz kurz auf dem Markt gewesen. Da hat scheinbar irgendwas nicht gepasst. Ich vermute jetzt mal, es ging um die Symbolik oder irgendwas. Also auf jeden Fall, irgendwas hat nicht gepasst. Hätte in der USK-Version nicht sein dürfen. Somit ist die USK-Version halt relativ schnell wieder vom Markt verschwunden und jetzt eben in relativ geringer Stückzahl zu finden. Ja. Ich habe es natürlich in PEGI-Version. Ihr wisst ja, normalerweise stehe ich eben ja nicht auf das Riesen-USK. In dem Fall geht's zum einen, weil das rote Logo sich auch mit dem roten Schriftzug irgendwo so, naja, gut einhergeht und das Cover nicht direkt verschandelt. Aber im Grunde genommen hätte man es natürlich nicht gebraucht. Also in dem Fall geht es wirklich um die Seltenheit dieser einen speziellen Version. Ah, nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre jetzt irgendwie eine Sache von mehreren 100 €. Nein, also wir sprechen hier immer noch von einem Preis von, sage ich mal, grob 50 €. Aber trotzdem, ja, im Vergleich natürlich zum normalen PEGI-Spiel ist es halt übers Doppelte, eher Dreifache. Ja, dann hätten wir hier ein Dora. Da bin ich allerdings mir nicht ganz schlüssig. Es ist halt die GameCube-Version, klar, ist aus Frankreich. Ich glaube auch, dass es davon gar keine USK-deutsche Version gibt. Ich meine aber, es könnte eventuell eine englische geben. Weil da sind wir halt wieder bei der Sache, warum ich halt auch die Spiele eigentlich nicht mag. Ihr seht selber, ich bin dem Französischen nicht mächtig, auch nicht vom Verständnis der Wörter und auch nicht von der Aussprache. Ich mag das halt nicht. Egal ob Spanisch, Italienisch, Französisch, wenn das Cover davon mit betroffen ist, also wirklich nicht nur die Rückseite, sondern das Cover direkt die Front. Nee, also da bin ich echt raus. Das gefällt mir gar nicht. Also wie gesagt, mit einem Grund, warum ich auf UK und AT gehe. Aber wie gesagt, solltet ihr das wissen, ich meine, ich werde es wahrscheinlich auch herausfinden, ich muss halt mal ein bisschen googeln oder eBay bemühen, aber solltet ihr es wissen, dann haben wir wieder einen Punkt kommentiert. Schreibt mir, habt ihr eventuell dieses Dora-Spielchen von Nickelodeon, habt ihr das irgendwie am GameCube in einer anderen Version? Dann habt ihr mir schon wieder geholfen, weil dann weiß ich nämlich, wonach ich in Zukunft wieder gucken darf. Ja, weiter geht's dann mit, ja, auch mehr so einem Zufallsgriff. Also, es ist mir aufgefallen, es ist halt ein Switch-Spiel. Ja, mir sagt der Titel jetzt tatsächlich so selber nichts, aber es ist in einem Pappschuber. PEGI-Version, Preis war in Ordnung. Nehmen wir mit, ihr wisst ja, wie das gemacht wird, ne? So, des Weiteren gehen wir gleich mal hierher. Das hat mich nämlich auch sehr gefreut. Endlich ein Wonderboy für den Mark 3. Ja, Wonderboy-Spiele gibt es ja zwei Stück am Mark 3. Das war jetzt eben das zweite, was mir gefehlt hat. Ist auch das etwas teurere Spiel. Ist auch das, was ja tatsächlich in, ihr seht es ja selber, so ordentlichen Zustand gar nicht so oft auftaucht. Habe ich allerdings schon hier. Also auch wieder die Geschichte, wollt ihr das Ding haben, Upgrade ist verkäuflich nun. Ne? Und eben auch dasselbe gilt für das Castle hier. Ja. Ihr seht, das ist mehr so ein Zwischending zwischen dem SG-1000 und dem Mark III. Ja, das also hat nicht die typische Optik, ne, der Gold-Cartridges, ihr seht das ja selber. So ganz 100% deuten konnte ich es noch nicht, weil es ist tatsächlich das einzige Spiel, was mir jetzt da aufgefallen wäre, ja, in dieser Optik, ihr habt es ja auch hier gesehen, denn der Mark III ist abgebildet. Also es läuft definitiv da drauf, aber es scheint irgendwie nochmal so ein Zwischen-Extra-Ding zu sein. Finde ich sehr interessant, weil das ist halt der letzte Mark III-Titel, der das ganze Set eigentlich abrundet. Also wir sprechen hier beim Mark III von, ich rede jetzt von Gold Cartridges, also nicht von den Sega-Cards, ihr wisst, eventuell oder ihr wisst es auch nicht. Die Dinger in den roten Cases, ne, mit dem Blickfenster, die rechne ich jetzt nicht. Also wir reden rein von Gold Cartridges, da sind wir bei Mark III bei so 63, 64 Stück, was im Grunde genommen das Fullset bedeutet. Dann könnt ihr nochmal ungefähr so 20 Cards draufsetzen und das war's. Mehr gibt es da tatsächlich nicht. SG-1000, SG-2000 oder beziehungsweise SG-1 und SG-2 ist eine andere Geschichte nochmal, ne? Also das meine ich jetzt nicht. Das ist ja das eigentliche Master-System in Japan. Aber allgemein sind wir hier bei deutlich geringeren Stückzahlen, wie zum Beispiel in den USA oder in Europa, wo wir bei Master-System, meine ich, bei um die 300, knapp 300 Titel sind. Ne? Also, wenn man jetzt die europäischen Versionen plus die US-Exclusives wie Rambo und so dazu nimmt. Ja. Weiter geht es, weil es muss ja schon quasi so sein. Es geht ja gar nicht mehr ohne. Lass mich hier einmal kurz drüber wischen, weil da setzt sich natürlich auch der Staub an. Ja, das He-Man-Universum, da kam auch wieder ein bisschen was dazu.
Zum einen von der Horde, ganz exklusiv der Grizzlor. Ja, das war wieder ein Exclusive, wie gesagt, der nur in den USA kam und auch wieder nur über den Mattel Creations Shop. Kommt normalerweise auch in so einem braunen Shipper-Karton daher. Den habe ich allerdings komischerweise irgendwie schon zur Seite geräumt. Also der ist jetzt irgendwie gerade nicht griffbereit. Aber ich glaube, der ist auch nicht so interessant. Ne? Ihr wisst ja, wie die Dinger aussehen. Des Weiteren aus dem Sunman-Universum, den Pickhead. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen immer an den Pickkopf von Duke Nukem, wenn ihr den kennt. Ne? Die Figur sah, naja, ganz, ganz mit viel Fantasie ähnlich aus. Na gut, das Sunman-Universum, da kann man sowieso drüber streiten. Ich weiß nicht, was ich so recht davon halten soll, aber mittlerweile sind wir schon bei über 7 Figuren. Dann haben wir einen Stratos in der Originalvariante. Ja gut, eine der bekanntesten und wichtigsten Figuren, ne, aus dem He-Man-Universum, ganz klar. Noch dazu ein Beastman, ja, Skeletors Lakai, ja, also den sollte man auch einfach haben. Das ist auch eine der ersten Waves gewesen. Ne. Gab es ja auch in der Lords of Power Variante, also in dieser Comic Variante, den habe ich schon. Hier hat er mir tatsächlich im guten Zustand gefehlt. Auf dem Wege auch gleich wieder dazu die Info, Stratos und Beastman wären als wirklich nur minimal schlechtere Card zu verkaufen. Also wenn die jemand sucht und noch braucht für seine Sammlung, auch hier kurze Info und das Ding gehört euch. Ne? Jo, was haben wir jetzt hier? Dann haben wir noch den Fall aus der 100-200X Serie. Ja, Evelyn. Also ich persönlich muss genau sagen, wie bei dieser komischen Eternian Goddess, die kommt auch noch, also nicht in diesem Monat, aber sie wird noch kommen. Die sind echt hässlich, also die Figuren, die hätte man gut weglassen können. Die normale Evelyn in ihrem Blau-Gelb, okay, gut, das kennt man ja und die hat man auch so. Die hat man früher gehabt und die kennt man aus der Serie, aus den Filmen. Aber ja, das ist halt wieder dieses Leiden des Komplettsammlers. Wenn man halt die Origins komplett haben möchte, ist leider diese Figur dabei. Ja, des Weiteren aber wieder ein Gegenstück dazu. Eine richtig coole Figur, damals so wie heute, nur leider natürlich wieder ohne Action-Feature. Cobra Khan, ja, also das war quasi so das Einläuten mehr oder weniger der Schlangenmenschen. Ihr seht es ja selber, ne, der Kopf hat halt hier ein Loch. Ich meine, früher konnte man den halt wirklich füllen mit Wasser, konnte den Kopf eindrücken, dann hat er halt ein bisschen Wasser gespritzt. War eine coole Sache, funktioniert halt hier wieder mal nicht. Ne? Ich meine, es ist zwar dargestellt, wie ihr seht, aber halt eben ohne Wasser, sondern man setzt halt dann dieses Plastikgummistück halt einfach hier in das dafür vorgesehene Loch ein und ja, hat halt dann zumindestens optisch den Effekt. Also wir haben uns im letzten Monat ja schon, oder ich habe mich im letzten Monat ja schon damit auseinandergesetzt, warum man die Action Features weggelassen hat. Ich kann die Frage nach wie vor nicht wirklich beantworten. Ich finde es komisch und nicht ganz sinnvoll, weil es nicht hätte sein müssen, aber naja. Egal, so ist es halt. So, He-Man-technisch sind wir durch. Ich glaube, diesmal warte ich tatsächlich nicht so lange auf den Holy Grail. Den werde ich jetzt mal gleich als nächstes machen. Zumindest direkt, nachdem ich euch diese tollen PlayStation-Spiele gezeigt habe, die mittlerweile auch von einem Kollegen kommen, da wo ich doch öfters mal, ja, wie soll ich sagen, beliefert werde, weil der hat doch mal ab und zu ganz interessante Sachen. Ja, dieses Roll Cage sagt mir so vom Spiel nichts, aber hat mir gefehlt. Habe ich natürlich mitgenommen. Wiederum, was ich unbedingt haben wollte, weil es halt einfach zur Mega Man-Reihe gehört und die ist halt auch auf der PlayStation mittlerweile nicht mehr ganz billig, ist das Mega Man Battle and Chase. Auch in einem wirklich sehr, sehr ordentlichen Zustand. Das finde ich immer toll, wenn die Zustände so gut sind, dass ich sogar die Hülle behalten kann, weil ich habe halt tatsächlich auch keine Ersatzhüllen mehr. Ne? Mein 360-Spiel oder so ersetzen, das ist ja kein Problem. Die Hüllen kann man ja nachkaufen, aber bei den PlayStation-Spielen, ja, die Zeiten, wo man halt Shoot en masse hundertfach bekommen hat, die sind halt schon lange vorbei. Und somit, ja, gehen mir tatsächlich die Hüllen langsam aus. Also ich freue mich über alles, genauso über das Grandia. Das ist nämlich die tolle Erstauflage. Ist noch richtig schwer, da scheint ein richtig dicker Klopper von Anleitung drin zu sein. Oh nein, so dick ist er gar nicht, aber dafür zwei CDs, schau her. Gut, auf jeden Fall Erstauflage. Ja, Grandia kennt man, Rollenspiel, schönes Ding, habe ich sogar mal gespielt, wenn auch nicht wirklich lange, aber ich weiß zumindest, wie es ist. Also ich habe es zumindest angespielt, nennen wir es so. Ist super, aber hat mir tatsächlich noch gefehlt. PlayStation 1, perfekt, was will man mehr? So.
Jetzt, ja doch, doch, das machen wir jetzt. Jetzt machen wir den Holy Grail. So, der kommt. Ihr könnt noch mal ganz kurz schätzen, welches System das sein könnte dieses Mal. Ja, wenn ihr richtig gelegen seid, habt, wie auch immer, dann habt ihr jetzt Nintendo 64 gesagt. Haben wahrscheinlich die wenigsten. Geht in dem Fall um Bomberman 64, The Second Attack. So. Bomberman zum einen mal in dieser Version in Deutschland nicht erhältlich gewesen. Wir haben ja bloß Bomberman Hero gehabt und Bomberman 64. Second Attack gab es in Japan. Ja, da gibt es ja auch drei Stück, wie gesagt. Aber auch in Japan ist es im Grunde genommen ein relativer Massetitel. In USA gehört das Ding aber tatsächlich zu den Top 10 der Spiele. Also ich meine, die US-Spiele sind sowieso im Allgemeinen mal teuer, aber Bomberman The Second Attack ist wirklich Top 10 der seltensten und wertvollsten US N64-Spiele. Ne? Und da bin ich echt happy, weil das habe ich auch von einem guten Kollegen, der hat es woher auch immer, er hat es mir für einen, naja, definitiv nicht Schnapperpreis vermacht, aber für einen fairen Preis, das ist in Ordnung. Was halt bei dem Ding ganz, ganz, ganz besonders ist, ist halt tatsächlich der Zustand. Ich habe es jetzt ja schon ein bisschen in der Kamera bewegt. Auspacken möchte ich es jetzt nicht. Ihr seht ja, das ist schon in der Protector-Box. Wirklich geil, weil ich habe aus dieser Top 10 bisher zwei Titel. Ja, also, da sind halt auch Sachen dabei, wie eben dieses Bowling-Spiel. Da sind Sachen dabei, wie das, ich glaube, International Superstar Soccer 2000. Über den Sculptors Cut von Clay Fighter brauchen wir uns überhaupt nicht unterhalten. Ich meine, das ist ja mittlerweile unbezahlbar, das Spiel. Aber richtig geil, weil am N64 US bin ich halt echt im Grunde genommen, wenn man es genau betrachtet, am Anfang. Ja. Weil PAL komplett. Japan, okay, mein Gott, da fehlen 10, 12 Spiele. US, was fehlt da? 200 plus? Keine Ahnung. Ich könnte es euch nicht mal sagen. Also von dem her. Ja, aber das ist der Holy Grail. Ne? Also wie gesagt, super Sache, freut mich. Wandert gleich nach dem Video natürlich ins Regal. Wenn wir jetzt schon beim Nintendo 64 sind, gehen wir aber gleich mal noch an einen japanisch-exklusiven Titel. Und zwar. Ja, ich weiß nicht, lesen könnt ihr es wahrscheinlich nicht, aber eventuell erkennt ihr es am Cover. Die Rede ist von Bungie-O. Das ist einer der doch sehr selten und wenig auftretenden Shooter. Ja, Treasure ist jetzt auch ein Name, ne? Also sollte zumindest ein Begriff sein. Ist ein sehr gefragter Titel, weil es halt eben kaum Shooter gibt. Und ihr wisst ja, wenn sich irgendwelche Genres wirklich entwickeln und wirklich Geld kosten, egal jetzt mal fast auf welchem System, dann sind es halt nun mal die Shooter. Also das ist heftig zu sehen. Selbst auf der 360 und Mega Drive Saturn brauchen wir überhaupt nicht anfangen. Ich meine, der Saturn sowieso meiner Meinung nach die absolute Top-Konsole, 2D-technisch auch für dieses Genre. Aber auch am N64, also Bungie-O, super. Habe ich auch von einem guten Kumpel bekommen. Der konnte damit nichts anfangen. Hat gesagt, komm, tauschen wir. Ja, habe ich mit ihm getauscht dann eben gegen ein paar Saturn-Spiele. Ist super das Ding. Ich habe das Spiel zwar schon, klar, ich habe das Spiel schon relativ lang, aber dafür muss ich jetzt tatsächlich nochmal in die Hand nehmen. Der Zustand ist, also, ich möchte sogar so weit gehen und sagen, es ist eigentlich neu. Es hat hier eine ganz leichte Knickfalte. Ganz, ganz leicht, weil es vielleicht mal zu streng angefasst wurde. Aber ansonsten, das Ding ist tatsächlich neu. Somit auch hier wieder, das wird jetzt tatsächlich schon fast ein Verkaufsvideo, auch hier habe ich das alte wieder zum Verkauf. Also wer von euch noch Bungie-O für ein N64 möchte, ist auch exklusiv, ne? Also nix PAL, nix US, der sagt Bescheid. Kann er haben, kommen Fotos, ist wirklich kein schlechter Zustand. Wenn das eine 1 ist, würde ich sagen, ist das andere eine 2 minus. Aber schlechter ist es nicht. So, dann kommen wir tatsächlich noch zu einer schönen Konsole. Ja, doch, lasst euch überraschen, schaut her. Ich schau mal, dass ich die irgendwie hier ins Bild kriege. Ich meine, ich weiß, ich habe gerade am Anfang ganz groß gesagt, ey, ich möchte mit meinen 15 Minuten hinkommen, jetzt bin ich schon wieder bei 18, aber dann schaffe ich es zumindest, dass ich unter 20 bleibe. Also ganz, ganz flott. Packen wir die Sachen mal hier zur Seite, sonst kriegen wir es nicht ins Bild. Die Rede ist einmal, ist auch so ein New Old Stock im Grunde genommen, der Blackpoint, ja, also SHG, seht ihr da herum. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, der meine Videos kennt oder der auch meine Konsolensammlung kennt, ey, was, Phil, das hast du doch schon, das Ding. Nein, also mal davon abgesehen, dass der Zustand wirklich sehr, sehr gut ist, ich habe den in dieser Version nicht. Das ist eine andere Modellreihe, also ein anderer Typ. Ne? Das seht ihr ja da herunten, wo steht es hier? Typ FS 1003. Also hat eine andere Form. Ist natürlich klar, im Grunde genommen dasselbe Gerät, ja.
von der Funktion her und von den Spielen her, keine Frage. Aber anderes Modell in einem deutlich besseren Zustand als das andere, was ich habe. Super. Ne, hier seht ihr es an der Seite nochmal, seht ihr? Das ist mehr so in die Länge gezogener Kasten und das andere sah eher aus wie so ein Trapez, wie so eine Pyramide. Was sehr, sehr cool ist, ist dazu natürlich, auch wenn ich es schon habe, nochmal das Spiel, diese 10 elektronischen Fernsehspiele. Ne? Ich meine, was halt die Sache ist, das sieht tatsächlich ein bisschen besser aus als das, was ich schon habe. Von dem her kann ich das gerne austauschen. Und dann kommt baugleich auch noch die UK-Variante davon. Und zwar ist da die Rede vom Radofin, ja, der Telesports 3. Und über den habe ich mich ja tatsächlich wahnsinnig gefreut, weil Radofin habe ich halt noch gar nichts. Der Zustand ist wirklich mega. Ja, also der ist wirklich im Grunde genommen neu. Es ist sogar der Einleger noch herin, also dieses Pappding hier, seht ihr hier links und rechts, der eigentlich meistens fehlt. Die Spielkassette, die in der Mitte drinnen sitzt, ist auch noch dabei. Und ganz, ganz cool, es ist sogar noch die Originalrechnung dabei. Ne? Ich meine, teuer war das Ding damals scheinbar nicht. Wurde gekauft in London und was steht hier, kann man das lesen, 1900... Heißt das 75 oder 78? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall coole Sache. Wann hat man sowas schon noch? Ne? Garantiekarte dabei, Anleitung dabei. Also das ist mega. Also sowas findet man halt tatsächlich nur noch als New Old Stock, wenn man die richtigen Kontakte hat. Das Ding ist nicht sonderlich teuer. Es ist auch nicht extrem ultra selten. Ja, das kann man durchaus bekommen, wenn man danach sucht. Aber der Zustand macht's halt. Und der ist halt hier auch wirklich super. Ne? Also mein, für ein Gerät, was älter ist als ich, braucht man nicht weiter drüber reden. Und mit dem Teil, was ich halt auch mega toll finde, weil das ist fast noch schwerer zu bekommen als die Konsole selber, gab es eben noch zwei Spiele dazu. Einmal das Super Wipeout, ne? Natürlich auch mit Anleitung, die ist dann so eingesteckt und dann halt das Modul selber, ne? Klar. Und das Grand Prix, das ist nochmal dieselbe Geschichte. Und abschließend ganz, ganz cool, das Tank War. Ne? Das stört mich dann nicht einmal, dass hier jemand mit einem Kugelschreiber meinte, sich irgendwie verewigen zu müssen. Vollkommen egal, tatsächlich bei solchen Stücken. Das Ding ist super. Das ist der Originalkarton. Drinnen sitzt dann das Spiel. Ja, also ähnlich wie die zwei anderen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und darunter sitzt nochmal ein extra Controller, der halt die Steuerung von diesem Tank-Panzer-War-Spiel halt nochmal irgendwie verbessert oder unterstützt, was auch immer. Ihr seht ja auch, die Box ist ein bisschen größer. Ne? Die ist ein bisschen dicker als die anderen, also somit ist zu erklären, ne, dass da drunter eben der Controller sitzt. Richtig cool, habe ich noch nie gehabt in meiner Sammlung, ist auch als, also wie gesagt, keine Wiederanschaffung seit 2005 und ich bin sogar an noch einem weiteren Spiel, an einem Motocross-Spiel dran. Es kommt allerdings wieder von einem Sammlerkollegen dann aus England, das ist wieder eine andere Geschichte und ist auch das einzige Spiel, aber da geht was, also das sind so die Sachen, die halt, glaube ich, tatsächlich in erster Linie auf Wertstoffhöfen und im Müll gelandet sind. Also sowas noch zu finden, ist selbst für mich ein kleiner Grail, eine kleine Seltenheit. Ne? Aber ja, so schaut's aus, Jungs und Mädels. Ich wäre durch, ist das nicht allzu viel, aber es sind schöne Sachen, es sind richtig geile Sachen dabei. Wie gesagt, nochmal erwähnt, sollte euch irgendwas davon interessieren, was ich geupgradet habe, lasst es mich wissen. Solltet ihr nicht wissen, wie ihr mich erreicht, also dann schreibt es notfalls in die Kommentare. Wir finden dann schon einen Weg, dass wir da irgendwie in Kontakt treten, ohne dass die ganze Welt mitliest. WhatsApp, Handynummer, Facebook, wie gesagt, das ist kein Problem. Notfalls über Instagram, da sollte man mich eigentlich auch finden, wenn man ein bisschen sucht. Und dann kommen wir da auf jeden Fall zusammen. Gell? Okay, hat mir wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen über Daumen, Kommentare und sonstige nette Dinge. Ich wünsche euch was und wir hören uns dann in circa 2 Wochen wieder. Mit dem Video Nummer 1 des Märzes. Okay, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.